So Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute schauen wir uns wieder einmal eine Sämaschine an, und zwar eine Querneland-Sämaschine. Diese Sämaschine ist jetzt zum Download bereit und befindet sich in der V1.0. Der Download-Link zu diesem tollen Mod kommt natürlich wie gewohnt von mir in die Videobeschreibung. Ansonsten eine recht solide Sämaschine, man kann sie eben schön zusammenklappen. Auch diese Aufkleber hier sind, ja, es geht natürlich schöner, die ganze Textur geht etwas schöner, aber wir haben auf jeden Fall schon schlechtere gesehen. Wir haben hier schöne Stützfüße, das ist alles recht schön gemacht, auch die verschiedenen Verteilschläuche, wie man sieht. Von der Textur her vielleicht geht es noch etwas besser, aber das ist ein Mod, der eben aus dem LS15 für den LS17 jetzt bereit gemacht wurde. Also dürfen wir hier nicht so ganz so streng bewerten, da es ja ein LS15 Mod ist und eben für den LS17 jetzt zur Verfügung steht. Ansonsten eben aufklappbar diese Sämaschine. Wir haben hier diese Schriftzüge sind wieder ganz schön, wie man sieht. Wir haben hier Warntafeln und Blinker und ähnliches verbaut und Standardlicht verbaut. Wir haben hier eine schöne Verteiltrommel, wo das Saatgut dann in die verschiedenen Bunker verteilt wird. Man sieht hier sogar, man sieht die Einstellöffnungen für die Saatgutmenge. Das ist auch alles schön gemacht. Hier diese Federn und alles. Also würde ich sagen, ein toller Mod momentan. Wir schauen natürlich in den Shop, im Shop zu finden, natürlich unter, wo sind sie, die Sämaschinen natürlich. Da haben wir sie schon, die Querneland. Wir haben eine Arbeitsbreite von 8 Metern, benötigen 100 PS Traktorleistung und das ganze Ding kostet uns gerade mal 60 Euro am Tag. Also eine recht gute Maschine. Wir können eben Saatgut laden und die verschiedenen Saatgüter. Einmal Sonnenblumen, dann haben wir Mais, Soja, glaube ich, ist das, und wir haben natürlich auch Rüben, die wir mit dieser Sämaschine sehen können. Wir werden das ganze Ding einmal anhängen und dann klappen wir die ganze Sache mal auf und versuchen zu schauen, wie das Ganze sich verhält. Es wird schön angekuppelt, es sind leider noch keine dynamischen Schläuche oder ähnliches verbaut, aber vielleicht kommt es ja noch. Wir können mit der Taste X das Ganze aufklappen, man sieht, dieser Stab hier vorne geht rauf und runter beim Auf- und Zuklappen, also die Sicherung, und das Ganze wird schön aufgeklappt. Das funktioniert alles einwandfrei. Wir können dann eben mit der Taste Z die ganze Geschichte auswählen, welche Saat wir nehmen wollen. Wir haben eben Blinker verbaut, Bremslicht ist auch verbaut, wie man sieht, und das normale Standlicht. Das funktioniert alles, da darf man nicht meckern, aber es kann diese Sämaschine noch. Eigentlich hat sie keine Zusatzfunktionen mehr, eben außer dieses Auf- und Zuklappen, was bei dieser Sämaschine möglich ist. Ich würde sagen, wir schalten das ganze Ding mit der Taste P ein, senken das Ganze und man sieht, es funktioniert einwandfrei. Es wird hier schön gesät, die Räder, wie man sieht, bleiben dann leider, wenn wir noch weiter rollen, stehen. Also das müsste noch gemacht werden. Ansonsten drehen sich alle Räder schön, das funktioniert alles einwandfrei. Wir haben ein schönes Partikelsystem, oder Partikelsystem nicht direkt, sondern es ist eben Staub verbaut. Das funktioniert auch alles schön, aber ansonsten ein recht brauchbares Gerät, würde ich sagen. Man darf auf gar keinen Fall meckern hier über dieses Gerät. Es sieht auch in einem ausgeklappten Zustand recht ordentlich aus. Also ein recht schönes Gerät. Ich hoffe, dir hat diese Mod-Vorstellung gefallen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du wieder mal vorbeischaust auf meinem Kanal hier zur nächsten Mod-Vorstellung. Also, bis demnächst. Ciao.